Hallo zusammen. Ich möchte euch nun vorstellen, wie man das Trivialkriterium mit Hilfe der Teleskopsumme beweisen kann. Zur Wiederholung, das Trivialkriterium bedeutet, dass wenn wir eine konvergente Reihe haben, die Summandenfolge eine Nullfolge sein muss. Beginnen wir zunächst einmal den Beweis, indem wir uns eine konvergente Reihe definieren. Also sei k gleich 1 bis unendlich ak eine konvergente Reihe. Was wir auch brauchen werden, ist die nte Partialsumme. Die nte Partialsumme, das ist die Summe der ersten n Summanden einer Reihe, also und sei Sn gleich die Summe von k gleich 1 bis n ak, also die nte Partialsumme. Nun ist es so, dass wenn wir ein Folgenglied an betrachten, schreiben wir noch auf, es ist, dann können wir dieses Folgenglied an als Differenz von zwei Partialsummen darstellen. Dies ist nichts anderes als an plus an minus 1 minus an minus 1. Diese Differenz kürzt sich hier weg, plus an minus 2 minus an minus 2 und so weiter bis plus a1 minus a1. Diese Summe hier können wir umordnen. Das ist genau dasselbe wie a1 plus a2 plus a3 plus an. Und nun können wir hier die ganzen Summanden, die hier abgezogen werden, zusammenfassen. Also minus a1 plus a2 plus a3 und so weiter bis an minus 1. Hier haben wir die nte Partialsumme, hier haben wir die n minus 1. Partialsumme. Und wenn wir das eine voneinander abziehen, dann bleibt genau an übrig. Das bedeutet, insgesamt erhalten wir, ist nichts anderes als die Summe von k gleich 1 bis n ak minus, und hier erhalten wir die Summe von k gleich 1 bis n minus 1 ak, also insgesamt die nte Partialsumme minus die n minus 1. Erste Partialsumme. So, nun ist es so, dass wir diesen Zusammenhang benutzen können, um das Trivialkriterium zu beweisen. Denn damit ist, wenn wir nun den Limes von An betrachten, wir müssen ja zeigen, dass dieser Limes gleich 0 ist. Dann können wir zunächst einmal an ersetzen durch sn minus sn minus 1. Also ist das der Limes, die unendlich von sn minus 1. So, nun ist es ja so, dass wenn wir hier, wir haben ja eine konvergente Reihe. Laut Definition bedeutet die Konvergenz, dass die Folge der Partialsummen konvergiert. Ne? Das heißt, es gibt ein S, also ein Grenzwert mit Limes n gegen unendlich Sn gleich S. S ist nichts anderes als der Grenzwert der Reihe AK. Wir wissen ja bereits, dass diese Reihe konvergent ist. Auf der anderen Seite ist auch der Limes von Sn minus 1 gleich S. Denn Sn minus 1 ist ja nichts anderes als die Partialsummenfolge
um 1 verschoben, aber dadurch ändert sich der Grenzwert nicht. Außerdem können wir hier die Grenzwertsätze anwenden. Wir wissen, dass diese Folge Sn und die Folge Sn minus 1 konvergieren. Dementsprechend können wir den Limes reinziehen. Das heißt, wir können hier den Grenzwertsatz anwenden, der besagt, Limes n gegen unendlich von an minus bn ist gleich Limes n gegen endlich an minus Limes n gegen unendlich bn, wenn entsprechend diese Teilfolgen hier konvergent sind. Insgesamt erhalten wir, das ist der Limes n gegen endlich Sn minus den Limes n gegen endlich Sn minus 1. Wir haben hier bereits festgestellt, dass das hier gleich S ist. Das hier ist auch gleich S. Das heißt, insgesamt kommt die Differenz S minus S raus, also gleich 0. Und dies beweist entsprechend, dass damit ist die Folge A hin n minus n eine Nullfolge. Fassen wir die Beweisidee kurz zusammen. Wir haben zunächst einmal an geschickt formuliert als Differenz von zwei Partialsummen. Diese beiden Partialsummen konvergieren oder die Folgen dieser Partialsummen konvergieren gegen den Grenzwert der konvergenten Reihe und damit können wir, wenn wir den Limes von an betrachten, diesen Limes reinziehen und als Ergebnis erhalten wir 0. Und dies ist ja genau die Bedingung dafür, dass an, also die Summandenfolge, eine Nullfolge ist.